Die große Lüge von Nancy Faeser, die Abschiebelüge vom Freitag. Ihr werdet es alle noch in Erinnerung haben. Der Sonderflug von Qatar Airways mit der schönen Flugnummer 7431 von Halle Leipzig Airport nach Kabul in Afghanistan war in der Wirklichkeit keine Abschiebung, sondern eine freiwillige Ausreise. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist absoluter Wahnsinn, wirklich völliger Wahnsinn. Heute mache ich keinen Spaß. Hier steht der Play-Button für die 100.000, die ihr mir geschenkt habt als Abonnenten. Das ist eure Arbeit, das ist euer Verdienst. Ich bin gespannt, ob wir 1 Million schaffen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Gibt es jemanden in Deutschland, der politische Themen macht, der über 1 Million Abonnenten hat? Bitte mal in die Kommentare. Aber wir kommen zurück zum Thema. Nancy Faeser mit ihrer großen Fata Morgana der Abschiebung. Auch ich bin am Anfang darauf eingestiegen und habe mich verleiten lassen zu glauben, dass es hier tatsächlich eine Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan gegeben hat. Jetzt sind allerdings die Details ans Licht gekommen und die Details sind wirklich schlimm. Es ist jetzt so, dass sie noch nicht mal mit den Taliban selbst verhandelt haben, sondern sie haben sich wieder gebückt vor den Scheichs aus Katar. Die Kataris haben mit den Taliban verhandelt und dann den Deutschen immer diese Zwischenstände übermittelt, damit man sagen kann, wir waren nicht selbst an den Verhandlungen beteiligt. Und damit machen sie sich so groß mit Hut, Deutschland hat kein Rückgrat, ja, eine auch ihr nicht liebsame Regierung zu kontaktieren für diese diplomatischen Beziehungen, die man da führen muss, um halt eben Leute abzuschieben oder nicht. Das wollen sie nicht. Stattdessen gehen sie in das menschenrechtsverachtende Katar. Ja, also ich erinnere mich an die One Love Binde von Nancy Faeser. Da gehen sie hin, um dort, wo schon Robert Habeck den Kniefall gemacht hat, um dort dann zu bitten, in dem Staat, in dem die Hisbollah ein Büro hat, die Hamas und auch die Taliban, also in einem Staat, der diese Terroristen, nichts anderes sind es, unterstützt. Den bittet man um Hilfe, um hier zu arrangieren, was die Deutschen nicht in der Lage sind zu erledigen. Eine Beschuldigung, die ich erhoben hatte, die Bundesregierung hätte uns angelogen bezüglich der Verhandlungen mit Usbekistan, muss ich hiermit korrigieren. Sie wollen das mit Usbekistan auch weiterhin verfolgen. Sie sind hier wohl zweigleisig gefahren. Denn mit Usbekistan gibt es noch kein Fortkommen. Da gibt es den Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, der sehr echauffiert ist, dass es da kein Fortkommen gibt. Und es gab dann gleichzeitig diese Gespräche hier, anscheinend Bundeskanzleramt, Nancy Faeser, mit den Scheichs aus Katar. Jetzt haben sie natürlich dann auch eine Qatar Airways Maschine gechartert und Qatar Airways hat darauf bestanden, dass alle 28, die in diesem Flieger nach Kabul geflogen wurden, eine Freiwilligkeitserklärung unterzeichnen. Und ja, man kann jetzt sagen, das wurde mit Gewalt erpresst, diese Freiwilligkeitserklärung. Ich würde allerdings sagen, solange jemand ein Papierstück unterschreibt, auf dem steht, er ist freiwillig ausgereist, dann ist er freiwillig ausgereist. Das ist keine Abschiebung. Es ist hier, also da ist der ganze Verwaltungsakt ist nicht gelaufen. Die Polizei hat den zwar abgeholt, ja, man hat es aussehen lassen am Anfang wie eine Abschiebung, ja, hat sie festgehalten. Eventuell gibt es auch Abschiebebescheide, aber keiner wurde bisher veröffentlicht. Und dann gehen sie hin, ja, und geben jedem 1.000 Euro Bargeld, ja. Straftätern, Vergewaltigern, da war der dabei, der ein 11-jähriges Mädchen vergewaltigt hat. Dem geben sie 1.000 Euro in die Hand und bei uns sammeln Rentner Flaschen aus den Mülleimern. Ja? Das ist das Asoziale, was sie nicht verstehen. Ja? Die soziale SPD da oben, ja, Leute, ihr seid das allerletzte für dieses Land. Aber die Klatsche aus Thüringen und aus Sachsen, die wird noch ganz schön hohe Wellen schlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt haben sie jedem 1.000 Euro gegeben und jeder hat diese Freiwilligkeitserklärung unterzeichnet. Das heißt, für Qatar Airways war das einfach Leute, die freiwillig hier mit einem Charterflug bezahlt von der Bundesregierung nach Kabul verbracht werden. Dazu kommt noch, es durfte keine Bundespolizei mitfliegen. Das wollten die Taliban nicht oder vielleicht wollten es die Kataris nicht und haben es eben mit hineinverhandelt. Eine private Sicherheitsfirma hat also die freiwillige Ausreise der 28 Afghanen hier begleitet. Denn eine Abschiebung würde von der Bundespolizei begleitet werden und man bräuchte
keine Freiwilligkeitserklärung. Sie verweisen immer darauf, die Airlines oder die Piloten würden das fordern. Da sage ich immer wieder, es stimmt nur teilweise. Es gibt genug Airlines, die auch abschieben würden, im großen Stile ohne diese Erklärung. Ryanair, Chef O'Leary, hat das immer wieder angekündigt. Er wollte ja auch für die Briten nach Ruanda fliegen. Deswegen die große, große Fata Morgana, die große Täuschung kurz vor der Wahl von Nancy Faeser. Und fast hätten wir es alle geglaubt. Dazu kommt ja noch, dass, wenn man jetzt das mal zu Ende überlegt, die Kataris erpressen uns, beziehungsweise wollen jetzt von uns bestimmt bald wieder irgendetwas haben, weil sie die Afghanen haben freiwillig ausgeflogen nach Kabul. Jetzt haben die alle 1000 Euro Handgeld bekommen. Wo fliegt denn der Qatar Airways Flieger hin, nachdem er in Kabul gelandet ist? Natürlich zurück nach Doha, nach Katar. Mich würde es nicht wundern, wenn es da jetzt die Möglichkeit gegeben hätte oder geben würde, dass Qatar Airways diesen 28 Afghanen einen Deal vorschlägt und sagt, gebt uns eure 1000 Euro Handgeld, die ihr habt, wir geben euch ein Ticket und fliegen euch nach Doha mit Anschlussflug irgendwohin nach Europa. Ich möchte das Qatar Airways nicht unterstellen, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sie das verhindern würden. Denn wer freiwillig ausgereist ist, hat auch keine Wiedereinreisesperre. Den Kataris könnte es egal sein. Richtig dreist wäre es, wenn sie dann einfach auch wieder geflogen hätten nach Berlin oder so, paar Tage später. Vielleicht sind sie ja auch schon bald wieder da. Oder sie fliegen sie dann einfach in ein Nachbarland von uns, damit sie wieder über die Grenze kommen können. Aber sie könnten hier auch mit Qatar Airways natürlich wieder direkt einreisen. Die Airline ist offiziell dafür verantwortlich, dass die Leute hier Visa und Aufenthaltstitel haben. Aber wer in einem deutschen Flughafen ankommt und die vier wichtigen Buchstaben Asyl in den Mund nimmt, der wird mit Sicherheit nicht wieder zurückgeschickt werden. Ich bin deshalb gespannt, ob sie alle wegbleiben oder ob wir sie alle viel schneller wiedersehen und ob wir am Ende den Kataris auf den Leim gegangen sind und hier ein großes Schauspiel gesehen haben, was am Ende nur eine Luftnummer war. Oder ob diese Personen wirklich erstmal fernbleiben. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt beobachten wollen, auch die Nachrichtendienste. Wie wollen sie denn 28 Leute im Blick haben, dass sie hier nicht wieder einreisen, wenn die Grenze offen ist wie ein Scheunentor? Keine Ahnung, vielleicht kommen sie dann am Ende an der falschen Grenze an und Viktor Orban verhaftet sie. Ich mache jetzt hier ein paar Witze. Es ist eigentlich ein ernstes Thema, aber man kann es ohne den Humor gar nicht mehr ertragen. Ich bin deshalb gespannt auf deine Meinung. Hast du das am Anfang auch nicht für bare Münze gehalten? Es fing ja schon damit an, dass nur 28 Personen in einem fast für 300 Personen ausgelegten 787 Dreamliner mitgenommen wurden. 5 Stück hat man dann nicht angetroffen. Die sollten ja eigentlich 33 sein, aber es ist ein völliger Wahnsinn, was sie hier für Theater machen, für Schauspiel machen. Ich frage mich immer, ob wir jetzt hier bald eine Freilichtbühne machen für Nancy Faeser vom Innenministerium. Es ist einfach, es ist grotesk, ja? Aber schreib mir deine Meinung unbedingt mal unter dieses Video. Lass ein Abo da, dass du keines meiner Videos verpasst. Wenn du keinen Bock mehr hast, wenn du die Schnauze voll hast, schau unbedingt mal Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitkanal. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei. Ansonsten habe ich noch X und Telegram. Auf Telegram siehst du vor allem die syrische Großhochzeit, die letztens eskaliert ist. Das darf ich auf YouTube nicht zeigen. Lohnt sich also und damit sage ich ciao, bis bald.